Guten Morgen, wer an der Zeit, also wer wirklich aufgepasst hat, was die Zeit angeht. Ich war eben ungefähr eine halbe Stunde weg. Ich war nämlich noch auf dem Pott und habe noch Abendbrot gegessen. So, jetzt stelle ich den Wecker wieder auf 12. Einen Tee habe ich mir noch gekocht. Wunderbärchen. Und die Bewegung, immer wenn ich mich bewege und mehr Sauerstoff in den Kopf kommt, als wenn ich nur rumsitze, so doof, dann habe ich hinterher. Kommt mir so vor, eine klarere Sicht. Okay, erstmal Aufi. Ihr werdet nicht mehr mit nicht an der Tastatur angezeigt. Das ist schön. Ah, so. Ich habe mir einen griechischen Bergtee mit Vanillezusatz gemacht. Also eigentlich kein Tee, sondern ein Kräuteraufguss. Du Gespenst, du. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, früher waren die Viecher, da war man selbst auch ein bisschen stärker, weil man ja auch mehr an sich arbeiten musste und es alles nicht so schnell ging. Jetzt soll es ja schneller gehen, damit man halt mehr auf den neuen Content. Fluch des Auges. Von Palais belegt, erhöht eure. Euren, was erhöht erlittenen körperlichen Schaden um 3, ermöglicht Unterwasseratmung. Scheißen, Mist. Sind wir hier eine Leiche? Naja, werden wir überstehen. Den ollen Fluch. Dafür können wir jetzt halt hier auch atmen. Wo wir es eigentlich nicht könnten. Kloppt. Na jedenfalls, Kräuteraufguss, genau, so. Ja, wo war ich gerade? Ich habe mich gerade selbst das Konzept gebracht. Und wir wollten über die BlizzCon sprechen. Also, was heißt, wir wollten? Ich wollte euch da belästigen. Kann ich mich jetzt so als Geist bandagieren? Natürlich kann ich das, sehr gut. Das ging aber schnell. Soll das so schnell gehen? Ich glaube, nein, oder? Warte mal. B. Essen wir erstmal was. Nee, auf jeden Fall, StarCraft wird ja von Tim Morton, glaube ich, geleitet. Es gibt jetzt halt, ja, Missionspacks gibt es immer, ne? Es gibt zwei neue Modi und eine Standalone Expansion. Also das heißt, man kann sich entscheiden, ob man da was dazu kauft oder nicht. Es ist jetzt wurscht, welche Erweiterung man sich kauft. Man kann halt immer das Päckchen von StarCraft kaufen, was man dann auch spielen, was man auch gekauft hat. Aber man muss halt nicht eine Reihenfolge einhalten. Und jede Kampagne hat halt immer so pro Volk halt eine Kampagne. Das lädt immer noch auf. Und es wird jetzt halt in Zukunft Missionspakete geben, hin und wieder, die man sich dazu kaufen kann. Ne? So ist das. Ich finde, das ist cool gemacht hier auch mit dem Wasser und alles so schief und es hat schon was, ne? Ja. Also, ob es ein StarCraft 3 mal geben wird, wurde sich noch nicht so geäußert. Es wurde aber auch nicht gesagt, dass es nicht passiert. Also eventuell wird es auch StarCraft 3 geben. Man weiß es dann nicht. Also noch nicht. Wir wissen es noch nicht, aber es kann gut möglich sein. Ist das da hinten ein Ozeankriecher? Ein lebendiger Zwerg, der ist schon bald so tot wie ich. Naja, im Moment sehe ich aus wie ein Untoter, ne? Durch diesen ollen Fluch. Aber wie gesagt, Unterwasseratmung genieße ich ja mal. Rostiger Degen, verursachter körperlicher Schaden verringert. Ich hab ne Axt und kein Degen, du Eumel. Ist das da hinten eine Hochseeschreiberflosse? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So ist das. So. Tränkchen. Da ist noch ein Marinesoldätchen. Ja.
kann ich noch mal. Der allgemeine Anführer von. Also Anführer. Der Chef, sagen wir mal, von Blizzard ist ja im Moment Mike Morhaime. Das weiß man ja. Und ja, der Warcraft-Film war natürlich auch wieder ein großes Thema auf der BlizzCon. Oh, jetzt bin ich wieder normal. War natürlich auch ein großes Thema. Oh, jetzt bin ich gleich wieder old. Legendary und Universal arbeiten halt zusammen. Im März, glaube ich, wird es schon rauskommen. Also ist gar nicht mehr so lange hin. Da freue ich mich schon riesig drauf, tatsächlich. Also unheimlich. Ja, wie war das? Ach, ich habe mir die Namen nicht mehr alle gemerkt von den Schauspielern, die da gerade mitgespielt haben. Auf jeden Fall ist es auch eine tolle Besetzung. Und dann halt, wie gesagt, Universal mit Legendary und Blizzard zusammen. Alter, da kann nichts Schiefes bei rauskommen. Ich weiß nicht genau, welche Story aufgegriffen wird, aber ich bin sehr gespannt und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ihr wisst ja, ne? Dass ich das mache. So, jetzt warte ich noch mal ein bisschen, damit ich mal wieder hier ein bisschen, ne? Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, während da oben die Lebensbar wieder steigt. Ja, es gab ein Linkin Park Konzert. Ja, das übliche Cosplay-Veranstaltung. Man konnte damit zocken. Auch die Mitarbeiter von Blizzard haben damit gedaddelt. Haben da auch wieder was für Overwatch aufgebaut. Da hoffe ich mal, dass das ja mal bald, ne? Ah, die Nina spielt gerade Hearthstone, wie ich da unten sehe. Ja, es gab da mehrere Contests hier, auch so Videocontests, Musikcontests, ne, Bildercontests und rumgeturnt wurde da auf der Bühne und getanzt. Das, ja, ist halt immer ganz nett mit anzuschauen. Ich habe soweit alles verfolgt. War ja mitten im Praktikum. Ich habe deshalb auch nicht immer unbedingt alles, also ich habe es nicht sofort alles in einem Stück angeschaut. Den Rest habe ich dann auch eine Woche später erst geschaut. Aber 2 Wochen lang war das Material ja auch noch online zu sehen. Heroes of the Storm wird, glaube ich, von Dustin Browder geleitet. Da gibt es jetzt demnächst einen neuen Game Mode. Es gibt neue Helden, Graumene, Lunara, Shogal und wer war das noch? Das war noch jemand von StarCraft. Na, auf jeden Fall, es wird demnächst auch noch weitere geben. Aus Diablo 2 soll es noch Helden geben. Lane soll noch auftreten. Der Gast wird vielleicht von Hearthstone. Da bin ich mal gespannt. Es gibt neue Battlegrounds. Es soll jetzt nämlich Towers of Doom geben und Arenen. Und das wurde alles schon in der Woche nach dem. Also ganz viele Sachen wurden schon in der Woche nach der BlizzCon freigegeben. Das finde ich auch extrem cool, wie schnell das dann ging. Ja. Wir haben gesagt, so ein Charakter braucht immer 2 Wochen, die er halt entworfen wird auf dem Papier mit allen Ideen dazu. 2 Wochen wird dann an der Technik rumgespielt. Eine Woche kommt es dann halt so quasi in den internen Test. Dann wird nochmal 8 Wochen an den Designs gearbeitet. Und dann wird das nochmal 4 Wochen getestet. Also das dauert immer eine ganze Zeit, bis so ein Charakter auch durch ist, ne? Und es wird eventuell auch einen Geschlechterwechsel geben. Also dass man halt Männchen, Weibchen bei den Charakteren einstellen kann. Also auch eine männliche und eine weibliche Version dann hat. Das wird sicher teilweise richtig lustig aussehen, ne? Denke ich mal. Und die Levels sollen weniger wichtig werden. Also quasi, dass man ein Drittel von den Leveln abhängig macht. Ein Drittel macht man vom Charakter abhängig, den man spielt. Und ein Drittel von den Talenten, die man benutzt. Dass man halt mehr Balancing hat. Das ist ja, ne? Ja, dass man halt, man schaut halt, wer gewinnt eher, wer verliert eher. Und dass man das alles ein bisschen ausbalanciert. Und wie gesagt, man möchte halt ein Drittel von den eigenen Fähigkeiten, vom Talent des Spielers abhängig machen. Ein Drittel macht man halt von dem abhängig, wen spielt man. Und ein Drittel von dem Level der Gruppe, die das erreicht wurde. Das finde ich ist eigentlich schon mal gut balanciert. Aber wie gesagt, Heroes of the Storm wie auch Hearthstone sind ja noch relativ junge Projekte, die im Moment halt, wo mega viel einfach mal reingesteckt wird. Ne? Also das geht rund. Kann man so sehen. Bei Diablo war meines Erachtens nach, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu wenig angekündigt. Also nur ein Patch. Ich erwarte
was heißt, ich erwarte? Ich wünsche mir eine Erweiterung einfach. Braucht ihr etwas? Eine weitere. Irgendwann. Die gequälten Schreie sind erstickt worden, doch ihre Ursache des Fluchs noch nicht. Die sind mega, wie ich sehe. Um den Fluch zu brechen, muss abgerechnet werden. Captain Harlinder hat uns alle dazu verdammt, ein verbotenes Artefakt zu begehren, das Auge von Paleth. Ja, das habe ich gerade schon kennengelernt. Sein Geist will es noch immer und wacht über die Schließtruhe seines alten Schiffs der Kühnheit. Vernichtet die Seele dessen, der es einst so verfluchte, Paladin. Besiegt den Kapitän. Nehmt seinen Schlüssel und bringt das Auge von Paleth weit weg von diesem Ort. Man sieht sie. Okay, also da oben jetzt. Die ganze Flotte ist ja untergegangen. Geldkassettenschlüssel der Kühnheit. Kriegen wir hin, wa? So, bisschen drumherum. Wir kriegen ja sowieso wieder den Fluch von Paleth ab. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir da wieder irgendwo was reingezimmert kriegen. Captain Harlinder, du hast den Schlüssel, ne? War das nicht so? Es wird Zeit, sich uns anzuschließen, Paladin. Oh, das glaube ich nicht. Ah, siehst du, sag ich doch, dass wir den wieder kriegen. So, Geldkassettenschlüssel. Jetzt müssen wir noch gucken, wo ist die? Die ist sicher irgendwo unten. Warte. Wie komme ich ins Schiff rein? Da hinten ist sie jedenfalls nicht. Hier auch eher nicht. Ah. So, kriegen wir schon hin. Ah, hier unten kommen wir so oder so auch rein. Es wird Zeit, sich uns anzuschließen, Malay. Das lädt immer noch auf. Ihr könnt mich nicht davon überzeugen. Und ich gewähre euch garantiert nicht, das zu entscheiden. So. Da hinten. Ein lebender Zwerg, der schon bald so tot ist wie ich. I guess no. Diese Truhe ist sicher verschlossen. Der Schlüssel ist verrostet, passt aber einwandfrei zum Schloss. In der offenen Truhe erblickt ihr eine geschwärzte Kugel, die in einem gruseligen Licht pulsiert. Dies muss das schändliche Auge von Paleth sein, das die Seelen der Seefahrer verdammt hat. Solch eine Verderbnis muss eher ausgemerzt werden. Vielleicht kann euch ein Priester im Hafen von Menethil helfen. So, wir müssen jetzt aber auch mal wieder raus, denn unser Zauber ist gebrochen. Schön ist es ja, ne? So, lassen wir uns hier mal nicht länger aufhalten. Wir müssen alles abgeben. Alles erstmal da unten, okay. Das kriegen wir hin. So, wir erholen uns auch langsam wieder. Schwimmen wir einfach mal in die Richtung. Atem haben wir hier ja sowieso wie ein Apnoe-Taucher. Wie gesagt, ich glaube, Diablo wird von... Ja, wird, das heißt, ich glaube, ich weiß, dass die Story und so gerade entwickelt wird von Josh Mascarella, ne? Ja, es soll jetzt halt mit den Clans ein bisschen hübscher gemacht werden, die Systeme. So mit Qual, ne? Das wurde ja alles erhot gemacht, getan und so. Das nervt mich ja schon wieder jemand, ne? Die lassen mich auch nicht in Ruhe. Das lädt immer noch. Und ich verzaubern die nicht wieder. Nervensägen. Soll ich noch weiter aus dem Meer raufschwimmen oder wie? Unglaublich. Aber selbst da unten sind welche. Na, mal gucken. Na, jedenfalls, ja.
Loot 2.0 wurde halt ja jetzt nochmal vorgestellt. Was heißt nochmal vorgestellt? Es wurde halt weiterhin nochmal überarbeitet. Die Rifts und die Greater Rifts und so. Es wird halt an allem gearbeitet. Es soll eventuell auch jetzt eine Arena, eine PvP-Arena geben, was auf der Konsole schon teilweise umgesetzt war. Die Seasons sollen verändert werden, sodass die Gegenstände nicht nur in den Seasons halt immer neu reingeschwemmt werden, sondern allgemein, dass es halt nicht mehr nur um die neuen Gegenstände geht, die Seasons zu spielen, sondern eben die Seasons zu spielen, um da irgendwelche Ladders zu bekommen und besondere Season-abhängige Erfolge nur noch. Ja. Es wurde halt an allem weiter rumgeschraubt, wirklich an allem mit. Von Adventure Mode, den Schatzgoblins, über den Ancients, keine Ahnung, an allem halt, ne? Ja, es wird jetzt Set-Dungeons geben. Bist du denn da für einer? Ach so, du siehst nur hübsch aus, aber bist ganz normal. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wird es Set-Dungeons geben, in denen man halt mit einem Set besondere Fähigkeiten erfüllen muss, die aber hart werden sollen und so. Es sind 50 neue Legendäre und 10 neue Sets dazugekommen. Also durchaus natürlich auch wieder jede Menge Sachen. Wir sind ja auf einem Friedhof, kann das sein? Na Mensch, wissen wir ja schon mal, wo wir sind, wenn wir sterben, ne? Ist ja gemütlich, so ein netter kleiner Friedhof in den Marschen. Fast schon gruselig. Ja, sind mehr Bounties dazugekommen. Es gibt jetzt neue Gebiete, die ich euch noch alle vorstellen werde. Hey, ich sehe nichts. So. Ja. Was gab's noch? Ich glaube, 175 neue Bounties wurden dazu programmiert. Finde ich eigentlich ganz cool für die Abwechslung. Ja, und es wurden halt noch ein paar Viecher dazu gepackt und auch andere verbessert. Also an den Monstern wurde rumgearbeitet. Ja, ne? Das Übliche. Ich überlege, was ich euch verraten kann, ohne zu viel zu verraten. Die Monster wurden wohl abgeschrieben. Ich will euch jetzt noch nicht zu viel verraten. Da schaut halt ins Diablo-Let's Play mit rein. Es soll jetzt wohl halt auch Combo-Attacken geben. Also quasi, ja, weiß ich nicht, dass der Schaden, je nachdem wie vom Kampfstil abhängig, irgendwie verbessert wird teilweise. Bin ich ja mal gespannt, ne? Mensch, du willst auch jetzt was von uns? Dann lass mich erstmal, so lange wie die Folge noch dauert, hier gemütlich in der Taverne am Feuer. Ich wärme mich mal kurz auf, während ich mit euch quatsche. Ja, wie gesagt, da muss ich echt überlegen. Wie war das denn? 109. Ja. Von den Rifts. Die Rifts werden jetzt, die kann man aufwerten. Und die Greater Rifts, die sollen leichter zugänglich werden. Aber man kann jetzt halt mit Gold, dass man, also man kann zum Beispiel halt, sage ich mal, nur in einen Rift Level 1 gehst, mit 159.000 Gold kannst du halt am Ende einen Edelstein einmal mehr aufwerten. Wenn halt zu viel Kohle hast und nicht weißt, wohin mit dem ganzen Dreck, ne? Rift Level 25, das ist halt schon so recht in Ordnung, das ist so Durchschnitt, da musst du schon 49 Millionen Gold für zahlen. Rift Stufe 50 bist du bei, weiß ich nicht, Riftstufe. Ne, 4,9 Millionen waren das, genau. Auf der Riftstufe 50, was im Moment halt so die spielen, die da halt öfter mal zocken, ne? Die schaffen auch mal so was Hohes. Die müssen dann schon 49,9 Millionen Gold zahlen und auf Riftstufe 75, was aber glaube ich, wenn überhaupt dann gerade einmal oder so erreicht wurde, ich weiß es noch nicht, da musst du schon so 450 Millionen Gold für ihn blechen und das ist einfach mal eine Unsumme, ne? Ja. Das ist das System. Naja, aber ich hätte mir, wie gesagt, mehr vorgestellt. Dass wir vielleicht schon mal sagen, ja, eine Erweiterung hätten wir uns schon mal wenigstens in die Richtung vorgestellt. Ne? Ja, Hearthstone hat jetzt natürlich eine neue Erweiterung gekriegt, die Forscherliga.
mit Bronzebart. Was ist denn hier los? Kann ich nicht mehr sprechen? Ja, ganz cool ist halt zum Beispiel halt so dieses Golden Monkey Ding. Also es gibt halt neue Karten. Man wird jetzt auch Uldaman besuchen und ja, an was erinnere ich mich da? So ein komisches ja, also die Halle, ne, Hall of Explorers wird es da geben. Ich kenne die Leute da aber noch nicht, weil ich da noch nicht so viel hier gespielt, also wer WoW gespielt hat und auch schon durchgespielt hat und so, der wird halt einzelne Monster da sehen, die es halt so in Ecken gibt, die ich noch nicht so kenne, die dann aber in Hearthstone jetzt auch auftauchen, ne? So, toll, toll. Ja, ne? Overwatch wird, glaube ich, von Chris Metzen und Jeff Kaplan übernommen. Da wurden jetzt neue Leute vorgestellt. Jack Red, Saria, Solcher 76 und was war das noch? Irgendein Lucio, das ist May. Und, ja gut, also es, manche, die wurden ja auch schon auf der Gamescom vorgestellt. Roadhog hieß, glaube ich, noch einer. Ja. Ja. Es gibt jetzt neue Skins, die halt irgendwas mit der Geschichte des Charakters zu tun haben sollen. Also Skins ist was Neues, das war vorher noch nicht bekannt, aber doch, es gibt jetzt Skins und die sollen halt mit dem Charakter irgendwas zu tun haben jedes Mal. Es wird dann wohl auch ja, Kartenrücken geben für Hearthstone und Haustiere und Flügel für WoW und Diablo. Halt, Mercys Flügel gibt es jetzt schon in Diablo, wer sich da schon was vorbestellt hat, aber da bin ich noch nicht so schnell. Im Sommer 2016 wird es wohl für die Konsole rauskommen, PS4, Xbox One, PC, ne? Und ich empfehle persönlich, holt euch die Origins Edition. Die ist nicht sehr viel teurer als die Grundedition, aber da habt ihr halt viel mehr drin, ne? Und das Ganze wird auch moddable gestaltet. Also Overwatch kann von Fans verändert werden. Und das finde ich ist auch wieder was, wo ich sage, geil, das gibt Möglichkeiten. Das gibt Möglichkeiten. So. Und jetzt mache ich es aber spannend. Und bevor ich zu World of Warcraft komme, der Chris Metzen arbeitet, glaube ich, hauptsächlich an WoW. Davon möchte ich nochmal mit ihm sprechen. Wie kann ich euch helfen, Junge? Das Auge von Pallas. Ihr sagt, Fritz Simmons hat euch geschickt. Beim Lichte nicht schon wieder. Fritz Simmons ist tot. Mädchen. Ihr seid auch nicht der Erste, der so zu mir kommt. Oh, dann war das ein Geist, der uns da... Okay. Würde ich mal das hier nehmen? Fort mit euch! Das Auge von Pallas wurde schon vor langer Zeit wiedergewonnen und gereinigt, Paladin. Wir dachten, der Fluch wäre aufgehoben. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass der arme alte Fitzsimmons von uns gegangen ist. Der Alkohol hatte ihn schleichend dahingerafft. Seitdem gibt es immer wieder Leute, die behaupten, er hätte zu ihm gesprochen und sie gebeten, das Auge zu holen. Voll gruselig. Verflucht, bis in alle Ewigkeit auf Erden zu wandeln, konnte nicht einmal der arme Fitzsimmons entkommen. Fragt mich niemals, was ihr wirklich gebracht habt, Paladin. Vergesst besser, dass dies hier jemals passiert ist. Also, ein bisschen gruselig ist die ganze Geschichte ja schon. So ein bisschen schaurig. Auch nur so ein bisschen. Na, aber gut, wenn denen jetzt geholfen ist. Aber er ist jetzt auch weg. Gruselig. Aber wir haben dem Gespenst ja dann irgendwie noch einen Gefallen getan. Scheint ja so, ne? Das Licht sei mit euch. Und mit euch, meine Liebe. Boah, selbst die Tasche ist schon angefüllt. So, das brauchen wir nicht unbedingt. Statue von Medity geben wir gleich zurück. 4 Ausdauer ist mir wichtiger im Moment. Ja, ja. So, die waren auch in vielem besser. In vielem, vielem, vielem besser. Richtige Schlachtendinger. Aber die hier sind ja auch noch Gegenstandsstufe 19. Für Stufe 14. Gegenstandsstufe 22. Für Stufe steht da nicht bei. Wo ist denn jetzt diese durchschnittliche Gegenstandsstufe? Wo steht die denn eigentlich? Vergeltungspaladin, Stufe 24. Wo ist denn die Gegenstandsstufe?
13. Gegenstandsstufe 13. Ja, da haben wir noch viel aufzuholen. So, das macht es ein bisschen besser. So, dann kommt die weg. Das ist schon relativ starkes Futter. Das auch. Das noch nicht so, aber okay. So, das ist dann weiter hier die Handwerkstasche. Da mischen wir halt. Ja. 64 Rüstung, 4 Stärke. Nein, brauchen wir jetzt auch nicht mehr aufzuheben. So wie gesagt, da lassen wir jetzt halt Handwerkstasche. Das hier können wir so als Bandagentasche lassen. Der Stein passt da ganz gut zu. Machen wir das hier noch mit runter, dass da oben alles wirklich nur Handwerk ist. Milde Gewürze brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Der Händler will diesen Gegenstand nicht haben. Das ist ja sehr wählerisch. So, Dinge. Dann würde ich sagen, was kann ich für euch tun? Ah! Ja. Seid gegrüßt. Hau ich das weg. Das bleibt drinnen. Das ist Quest-Scheiß. So, alles, wo da sowas dran ist, das können wir erstmal verticken. Oh, 7 Rüstung, 3 Stärke. Jo, 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 jo. Sieht ja richtig nach Platte aus, ne? Kette ist es nur. Aber geile Scheiße. Oh, Käse. Sind wir wieder ein bisschen stärker. Ehre dem König, Freund. Unsere Händler werden nicht sicher sein, bis wir Gobbler und diese Murlocs losgeworden sind. Ha, gut gemacht, Gunhold Bert. Bitte nehmt dies als Bezahlung für die Erfüllung eures Vertrages mit der Handelsmarine. 5 zu Stärke. Boah. Also Sie unsere Schulterplatten werden ja dauernd besser. Habt ihr die Statuette? Der Captain des blinden Prinz, der blinden Prinzessin, wird erleichtert sein zu hören, dass eine kostbare Fracht geborgen wurde. Ihr habt durch diesen Lohn, durch die geleisteten Dienste wohl verdient. Es tut gut, verlässliche Leute wie euch zu kennen, insbesondere in so beschwerlichen Zeiten wie diesen. An Tagen wie diese. Ja, auch eine Brustplatte. Seid vorsichtig. Dann können wir uns direkt weiter ausrüsten. Wir haben geöffnet. Ja, ach was, du stehst ja auch rum. Schulterstücke. Die sind Kette. Die sind auch Kette. Brustplatte des verlorenen Paladins. Wir haben, glaube ich, auch schon längere Zeit kein Brüstchen mehr hier. Ja, das ist noch relativ alt. Schick, schick. Mensch, wir werden ja hier langsam richtig ausgestattet, ne? Geht ja langsam richtig rund hier. So, die Aufgaben haben wir hier erfüllt. Jetzt haben wir da vorne wieder eine. Geht ja voran. Was geht euch durch den Kopf? Ihr habt hier eine gute Arbeit geleistet, Gunhold. Euch jetzt zu bitten, Sandsäcke zu schleppen, wäre reine Verschwendung. Um ehrlich zu sein, schicke ich euch lieber dahin, wo eure Fähigkeiten gebraucht werden. Wir haben im Marschengebiet weiter nördlich einen kleinen Außenposten. Schnellschalt ist der Gnom, der ihn gebaut hat, aber ihr solltet mit Sheila Fließmeißel sprechen und ihr bei Angelegenheiten für Eisenschmiede helfen. Ich gebe zu, sie sieht echt gut aus, aber ich würde nicht den Fehler machen, mir bei ihr irgendwelche Freiheiten herauszunehmen. Die Familie heißt nicht umsonst Fließmeißel. Mögen eure Reisen sicher sein. Also dürfen wir jetzt den Hafen quasi verlassen. Okay. Ja, ich schaue mir die Ecke gern mal an. Und irgendwann müssen wir da unten noch die Aufgabe wegbringen, aber dann eher, wenn wir hier in der Ecke schon sowieso sind. Erstmal werden wir uns hier so hocharbeiten. Irgendwo. Oh, Schattenhochland ist noch viel zu stark. Aber da oben kommen wir ins Arati-Hochland. Wahrscheinlich hier so hoch. Ich weiß nicht, was zuerst und wo und... Was macht denn hier? Was macht ihr denn hier? Seid gegrüßt. Alchemiebedarfler, aha. Ich bin geehrt. Kräuterkundelehrer. Hätte mich auch gewundert, wenn wir das... Ne? Wir haben ja schon unsere Berüflein. Ah.
Und es wird aber langsam schon Sternenlicht da oben, ne? Also die Sterne kommen durch, es wird dunkler. Die Sonne versinkt irgendwo, wo wir sie im Nebel nicht sehen. In der Ferne ist alles schön lila. Gefällt mir ja wieder. Meine Lieblingsfarbe. So, und ich glaube, wenn wir im Lager angekommen sind, dann beende ich die Folge, nachdem ich euch noch ein bisschen was über WoW von der BlizzCon erzählt habe. Lalala, bin ein Gummibär, ein Gummibär. Lala. Ja, ich weiß, ich bin da verspielt. Was haben wir denn hier jetzt noch? Das ist aber neu, ne? Siegel der Wahrheit. Erfüllt euch mit heiligem Licht, das eure Nahkampfangriffe zusätzlich 12 Heiligschaden verursachen und Ziele mit dem Effekt Tadel belegen. Verursacht im Laufe von 15 Sekunden zusätzlich, okay, versucht verursacht mehr Schaden. Aber ich bin für durchgehend, ne? So. Ich bleibe bei dem anderen. Anderen! Also A-N-N-A-N, anderen! So, und wir haben jetzt echt schicke Ausrüstung bekommen. Also, ne? Nochmal wesentlich stärkere. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Ah, knack, 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 das war mein Hals. Nicht wundern, das waren nur Vakuumbläschen, die sich da manchmal bilden. Die ich gerne zum Platzen bringe, um mich etwas freier zu fühlen. Weil hinterher fühlt man sich immer so angenehm geölt. Ja, ich glaube, warte, ja. Da düsen wir mal rüber. Hübsch, hübsch. Dass es hier gar keine Sumpfmonster mehr gibt, wundert mich. Hier sind immerhin noch Krokodilisken. Aber gar keine Sumpfmonster mehr. Aus der Entfernung greifst du gleich an. Doris Vieh. Da musst du dich auch nicht wundern, weil ich dich ein bisschen zu klump. Was wärst du denn gerne? Eine Mahlzeit fürs Dschungelcamp oder eine Handtasche von, keine Ahnung, Paris Hilton oder Alicia Keys oder, ne? Wie sie alle heißen. Zeichen des Geplänkels. Bonus, aha, durch Arena-Geplänkel. Erhöht Bedrohung. Die gehen mir auf den Keks. Schnellschaltstation. Ich guck mich hier mal ein bisschen um. Was hier unten so los ist. Ich habe die besten Waren im Land. Mögen eure Reisen schön sicher sein. Euch zu sehen. Ja, jetzt kommen wir ja dann hierhin immer wieder zurück, ne? Gasthaus. Ja gut, Gastwirt. Hallo. Füllt euren Krug und zieht einen Stuhl heran. Wir haben Geschichten zu erzählen und Humpen zu lehren. Ja, okay. Es ist halt ein... Bleibt auf dem Boden. Ja. Improvisiertes Lagerlein, ne? Aber warte mal, wenn wir schon mal das Angebot bekommen haben, uns hier hinzuflaxen, dann würde ich mal sagen... Setzen wir uns hier aufs Bettchen. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was. Also, Warcraft. Die Erweiterung, die es jetzt gibt, Legion, spielt in den verheerten Inseln. Ne? Da gab es Suramar. Das ist so eine komische, ja, arkane Gegend. Alles so ein bisschen Bordeaux und Türkis. Und da gibt es so Leute, die nennen sich Nachtgeborene. Da bin ich schon mal gespannt, wie sich das alles mal so gibt. Es spielt auch rund um den Tempel des Sageras, der da wohl irgendwo ist und die brennende Legion da mal rausgebrochen ist. Aus der Gefängniswelt Mardum werden dann halt auch diese Dämonenjäger ausbüchsen da irgendwie. Ich bin schon mal sehr gespannt. Das Setting, das hatte was von Hölle. Das ist schon unheimlich... Wow. Und ich bin mal gespannt, wie sie da halt so wirklich die Cutscene, die sie gezeigt haben, die war natürlich, also diese Cinematic-Scene, die war mega genial. Und die hatte gezeigt, also quasi, wenn die Cutscene vorbei ist, die Cinematic, dann ist man sofort mittendrin im Spiel. Also
die knüpft zum ersten Mal wirklich an dem an, was jetzt gerade passiert und erzählt nicht irgendeine Geschichte, die schon her ist. Ja. Dann gibt's noch Valshada, das ist so die Druidenheimat. Sturmheim fand ich persönlich auch sehr geil. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Wikinger-Städtchen, aber also fand ich schon echt cool gemacht. Dann Asuna, das ist so ein, ja, Asuna. Wie kann ich das? So sieht es so ein bisschen aus wie so eine Anime-Welt. Also verdammt hübsch, einfach mal, ne? Und da sollen wohl, weiß ich nicht, ich glaube, sind da Hochelfen oder kommen da die Hochelfen her? War das so? Kann sein. Den Hochberg gibt es dann jedenfalls noch. Der erinnert mich so ein bisschen an Kanada oder Alaska. Da werden natürlich die Tauren sein, wie hätte man es auch sonst erwarten sollen. Es soll mehr Details geben für die einzelnen Clans, die es hier so gibt. Ja. Sichtweite wird verdreifacht, die mögliche Sichtweite. Das ist auch was, wo ich sage, geile Scheiße, weil die Technik lässt es ja heute eindeutig zu. Und deswegen bin ich schon sehr froh auf dreifache Sichtweite. Und die Figuren sollen, also und allgemein auch die Kreaturen der neuen Erweiterung, also die alten werden davon nicht beeinflusst, aber in den neuen Gebieten, haben statt 800 locker mal einfach mal so um die 2500 Polygone, aus denen die bestehen. Also dreimal so viele Details. Das heißt, sie hören schon drauf, dass die halt die Grafik, ne, ein bisschen besser machen. Das finde ich wieder, ist auch verdammt cool. Die Welt wird sich dem Level anpassen. Das geht ja dann bis Level 110. Und zwar ist es dann wurscht, wo man anfängt. Man kann da frei durch die Gegenden. Die haben keine festgeschriebenen Level mehr. Sondern die Welt passt sich dem Charakterlevel an. Und das finde ich auch wieder verdammt geil. Es gibt dann auch, und dann gibt es das, was ich mir schon dauernd hier wünsche. Und zwar ein vernünftiges Quest-Log, wo dran auch drinsteht, was man schon alles mal so getan hat. Und ich habe noch was von Schlüsselsteinen gehört. Ja. Es wird dann auch noch um den Smaragdgrün-Albtraum gehen da und so, Surama und was war da noch? Halle des Heldenmutes, ne? Also die Halls of Valor waren da gezeigt. Sah mega geil aus in Sturmheim, glaube ich. Neltarions Hort, ne? Also da, wo Todesschwinge mal herkamen. Das Auge von Ashara. Tresor der Wächter, sogar Helheim, das ist auch wieder was, wo ich sage, geil. Die Schwarzfelsfeste, also es gibt einfach unheimlich epische Gebiete dann. Aber ich werde noch ein bisschen, also erstmal die Erweiterung kommt sowieso erst in einem halben Jahr raus. Da müssen wir uns noch gar nicht verrückt machen, wer weiß. Bis dahin sind wir vielleicht schon im Content einer Erweiterung drin. Mag ja durchaus passieren, ne? Es soll dann Relikte geben, quasi als neue Gegenstandsstufe. Das Lustige ist, es gibt dann 40 Relikte, also so mega geile Gegenstände. Ich habe schon mal gesehen, dass es hier rote Gegenstände gab im Spiel namens Artefakt. Habe ich in den Daten mal gesehen, schon seit Urzeiten. Und jetzt wollen sie das endlich mal nutzen, die Idee, und machen da halt die Relikte draus, ne? Die 40 ganz besonderen Gegenstände, die man so finden kann, die dann halt in einer Klassenhalle trainiert werden können. Also quasi levelbare Waffen, dass man dann die Waffe verbessert und nicht einfach sich immer wieder neuen Nachschub holt. Ist ja auch ein bisschen sinnvoller, wenn man halt eine Woche eine Waffe trägt und die halt immer mehr verbessert und aufwertet und levelt. Das finde ich wieder, ist auch mega geil. Es soll halt stärkere Klassen geben. Allgemein sollen halt die Klassen so ein bisschen besser thematisiert werden und mit mehr Geschichte ausgestattet werden, weil die Rassen haben ja gut Geschichte hier in der Welt, aber die Klassen eben noch gar nicht so stark. Und das soll jetzt auch sich ein bisschen ändern. Ja. Ja. Sollen an den Outfits soll ein bisschen gefeilt werden. Es gab da noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht einfallen mehr. Aber das ist ja auch okay. Das meiste ist mir ja noch so geläufig. Ich freue mich einfach mega auf die Erweiterung, wie ich mich auch schon auf die letzte Erweiterung mega gefreut habe, auf Warlords of Draenor. Auch wenn ich immer noch nicht viel daraus gespielt habe. Einfach weil ich immer noch sage, erst die, erstmal so die Vanilla hier abschließen.
da bin ich halt, das ist halt so mein Anspruch. Erstmal hier so mich dahin arbeiten und nicht einfach mittendrin starten, auch wenn ich es dürfte. Was hast du denn da für Sachen hier, wie Prinzessin Leia von Star Wars? Was kann ich für euch tun? Schnarkfaust hat euch geschickt, ja? Er ist ein guter Hauptmann, führt seine Leute gut. Ich wünsche nur, er würde aufhören, mir auf die Taille zu starren. Ah, dann wusste er also, wovon er spricht. Und euch will ich auch nicht dabei erwischen. Wir haben ja viel zu arbeiten. Bleibt auf dem Boden! Man sieht okay. Sich! Was aber allerdings jetzt so zu arbeiten ist, das werden wir in der nächsten Folge dann mal genauer betrachten. Ihr habt es sicher schon geahnt. Die Folge ist wieder lang genug und ich glaube, ich werde hier erstmal eine Aufnahmepause machen, weil jetzt spiele ich erstmal Diablo, würde ich mal so behaupten. Weil seit über einer Woche gibt es da schon die Erweiterung, die ich immer noch nicht gespielt habe, beziehungsweise Patch. Und den Inhalt von dem Patch, den würde ich jetzt auch gerne mal untersuchen. Und jetzt, wo ich nämlich endlich mal rausgequatscht habe, was ich alles dauernd sagen wollte und auch jetzt nochmal bei die BlizzCon berichtet habe, was mir auch ein Pläsierchen war, kann ich WoW nachher noch weiterspielen. Vielleicht. Weil nach Diablo möchte ich auch noch StarCraft wieder aufnehmen, damit ich da bald wieder neue Folgen habe. Ich schenke mir gerade mal Tee ein. Und deswegen möchte ich da nicht mich zu sehr, ne? Es ist ja jetzt schon 9. Bis ich mit Diablo fertig bin, weiß ich nicht, wie spät es dann ist. Wieder mit StarCraft fertig bin. Ich kriege morgen Nachmittag Besuch und bis dahin möchte ich dann auch, also ich möchte ja dann nicht gerade aufstehen und dann direkt Besuch kriegen. Von daher kann ich jetzt auch nicht nur noch zocken. Auch wenn ich es natürlich, könnte ich natürlich, aber möchte ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe jetzt ja mit vorgestern zusammen habe ich jetzt 8 Folgen. Das ist ja erstmal wieder ein bisschen was. So, Länge machen wir dann 45 Minuten mit der letzten Folge hier. Diablo. Ja, ich schreibe mir das halt immer alles haargenau auf, weil ich bin da genau, was wie lange dauert. Dann spare ich mir nämlich auch Zeit in der Post-Production und suche da nicht wild rum, wie lange denn die Folge nun war. So, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich finde es hier ganz cool in den im Sumpfland. Ihr gut, das Rad da oben ist ein bisschen im Arsch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr schon in der Endcard, ihr seht es nicht mehr. Außer ich blende jetzt nochmal kurz zurück, wenn ich so lieb bin und mich daran erinnere. Das Windrad ist ein bisschen zerfleddert. Und ich frage mich, wie die Holzstücke da teilweise so quasi schon in der Luft hängen. Ist ja wurscht. Ich erinnere mich aber gerade daran, dass ich noch ein Bildchen von unserem lieben Herrn Zwerg machen möchte. Ich drücke jetzt mal auf die 5, Screenshot gespeichert. Sehr schön. Und ich drücke jetzt mal auf Aufnahme beenden. Spiel verlassen. Jetzt verlassen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gerne morgen wieder. Und damit beende ich dann auch mal die Audioaufnahme soweit. Also, tüdelü. Die Audioaufnahme ist auch schon bei 3 Stunden 40 Minuten. Und alle 4 Stunden, ja, viel länger möchte ich so eine Aufnahme auch immer nicht machen. Damit halt die Qualität nicht irgendwann leidet. Ich könnte wahrscheinlich mittlerweile am neuen Computer längere Aufnahmen machen, aber ich bin ja noch so an den alten gewöhnt. Aber es juckt mir jedenfalls jetzt auch zu viel in den Fingern, Diablo zu zocken. Deswegen, wir sehen uns. Schaut gerne bei Diablo noch rein. Also gerne. Und ihr könnt auch jetzt mal, ich mache wenig Werbung, selten, aber ich darf ja, weil es ja alles mein Channel hier. Ihr könnt ruhig auf Abonnieren drücken, dann kriegt ihr das mit, was so passiert. Ich kann euch nicht versprechen, immer sofort das Neueste zu spielen, was auf dem Markt ist. Ich spiele einfach das, was mir gerade passt und gefällt und Spaß macht. Das sind in erster Linie Blizzard Games. Und dann kommt erstmal alles Mögliche. Mal gucken, wenn ich mit Blizzard irgendwann mal alles halt so aktuell habe, können wir dazwischen sicher nochmal irgendwelche Spielzwallen daddeln. Aber ich sag mal eben, solange es denn Spaß macht. Außerdem lege ich auf meinem Kanal halt auch Wert so ein bisschen darauf, so Persönlichkeitsbildung immer mal wieder so ein bisschen zu vermitteln. Besonders dann aber eher in Vlogs und vielleicht demnächst auch mal wieder sowas wie Wissensvideos. Mal gucken. Ich möchte immer so viel und ich mache am Ende so wenig, weil ich halt, wenn man halt seine Kraft 1000-mal aufteilt, das ist genauso wie 2 Juden gehen durch die Wüste und die haben nur noch genug Wasser, dass einer von ihnen überleben könnte auf dem Weg zur Oase. Oder die teilen sich das Wasser und
sterben auf halber Strecke. Und der eine Jude sagt zum anderen dann so, okay, das Leben ist heilig. Was nützt es uns, wenn wir beide sterben? Hier, nimm mein Wasser, dann schaffst du es noch zur Oase. Ne? Und genauso ist es auch mit unseren Fähigkeiten. Wenn wir, ja, wenn wir unsere Energie auf 1000 Projekte aufteilen, werden wir fast gar nicht vorankommen. Wenn man aber fokussiert und erstmal eins nach dem anderen abarbeitet, dann wird man schon. Und deswegen muss ich mich auch wieder ein bisschen mehr fokussieren, weil sobald ich das tue, komme ich ja auch voran. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ciao. Und noch ein kurzes Hallöchen aus der Post-Production. Ja, jetzt habe ich die Endcard sogar mit der Tonspur versehen, die ich noch vom Ingame her hatte. Ich war gerade etwas überrascht, das ist schon die letzte Aufnahme dieser Folge. Ich dachte, mal gucken, ist es die vorletzte oder die vorvorletzte noch zu rendernde Folge? Hab dann gesehen, nee, das ist ja schon die letzte, ich bin ja schon mit allem durch. Soweit ist mir auf meinem alten Rechner noch gar nicht passiert, dass ich so zügig mit allem durchkam. Deshalb positive Überraschung, eindeutig. Es ist jetzt kurz vor zwei, ich bin jetzt erst wieder aufgewacht von meinem Albtraum, den ich euch ja gestern erzählt habe. Die Nacht war weniger schlimm, ging auch ein bisschen um Geister, aber die wurden diesmal bezwungen und da, wo die vorher gespukt haben, wurde ein Hotel auf einen Burgturm gebaut und ich wurde am Bahnhof noch angegriffen auf der Rückreise nach Hause. Aber hab dann einfach mal eine Dose Pfefferspray geopfert und mich dadurch gerettet und dann erstmal mit der Polizei geschimpft, dass da dieser Idiot und so. Amüsant, amüsant. Das ist wieder was ich nicht gruselig finde, wie wenn ich da von Geistern heimgespuckt werde, dass ich aufwache. Also wenn ich da, was weiß ich, hier mit Geistern irgendwie, ne, so ein bisschen rumwusel und dann auf gleicher Augenhöhe, sage ich mal, und dann eben auch, wie gesagt, sowas wie das mit dem Pfefferspray, das finde ich nämlich auch eher noch lustig. Auch wenn ich das in echt nicht haben muss. Na, ich will euch jetzt auch nicht quälen, die Musik ist schon seit einer halben Ewigkeit alle. Ich sag echt jetzt nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, wir sehen uns gerne, ich würde ja sagen morgen wieder. Ich weiß es nicht, ob morgen jetzt irgendwas kommt, oder ob da wieder ein Tag zwischenliegt. Oder so, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich werde sehr bald wieder etwas liefern und sobald etwas kommt, sehen wir uns da gerne wieder oder ihr schaut euch alte Sachen von mir an, wie ihr wollt. Ne? Ich würde ja sagen, ein Abo wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, World of Warcraft ist allgemein nicht so frequentiert, zumindest noch nicht. Wenn wir den linken und den rechten Kontinent soweit durch haben und dann vielleicht auch noch die Scherbenwelt da oben rechts durchhaben und dann vielleicht auch noch den nördlichen Kontinent durchhaben, dann gibt's eine Chance, dass wir so weit sind, dass manche Leute schon wieder zuschauen. Aber grundsätzlich werden wir richtig Zuschauer überhaupt nur generieren können, wenn wir ganz unten rechts auf dem letzten Gebiet auf dieser Landkarte weitermachen, weil das ist halt der aktuelle Content und das wollen alle sehen, ne? Aber das hält mich ja nicht auf, davon erstmal alles andere zu zeigen, weil ich fange ja nicht von hinten an, ich fange ja von vorne an. Und ich zeige dann auch alles und überspringe nicht die Hälfte. Ne? Das ist halt so. Naja, aber mein Gott, jetzt sind wir schon 150 Folgen unterwegs und wenn wir uns so die Landkarte angucken, können wir ja ungefähr schätzen, Mensch, so ab Folge 300 könnten wir es schaffen, einen weiteren Kontinent zu betreten außerhalb dieser beiden. Naja. Tüdelö.